back again. And you? For a grand reopening, I assume. Evolution's in a rut, natural selection at an all-time low. Shipping out fresh meat will incite territorial rages again. Will strengthen and advance us. Even create new breeds. Kind of evolution on steroids, then? A kick in the pants. Those runts Qualipec and Tehokan had no idea. The cataclysm of Atlantis struck a race of languoring wimps. Plummeted them to the very basics of survival again. It shouldn't happen like that. Or like this. Hatching commences in 15 seconds. Too late for abortions now. Not without the heart of the operation. No! Oh, ich vermute Böses. Aber das hat die Olle Miss Schnürschuh auf jeden Fall verdient. Auf jeden Fall. Oha, schnell speichern. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Oh Gott, ich brauche eine Waffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ich da einfach nur raufballern? Baller mein Herz, baller mein Herz. Igitt, was ist das? Es ist einfach nur so ein hässlicher Torso? Igitt. Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt, wenn ich den einfach nur beballer. Alter, das ist viel hässlich. Was ist das? Bäh. Ekelhaft. Und sowas musst du die olle Schnäppe befreien, ja? Oh, nein! Nein! Ui. Da war ich gerade etwas unkontrolliert. Mein Thorsen-Freund hier. Was ist denn das für ein... Muss ich jetzt nur auf den draufballern? Mehr nicht? Das ist entweder ziemlich lahm... Oder auch anstrengend, weil es nämlich schwierig ist, hier einzuschätzen, welche Runden ich immer hier ziehen kann. Und es dauert auch ziemlich lange, ehrlich gesagt. Aber ich kann auch, muss auch nicht keine bestimmte Stelle treffen, oder? Das ist in der Regel eigentlich bis jetzt noch nicht so bei ihr gewesen. Und sie zieht ja auch generell automatisch auf das Vieh. Ja, ich baller einfach erstmal munter fröhlich drauf los. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist. Wir haben ja immer noch 1000 Schuss. Ich habe gesehen, ein bisschen Munition liegt ja hier noch. Oh nein! Och Mann! Das ist tatsächlich die Schwierigkeit, ist auf dieser blöden Platte zu bleiben. Ich weiß nicht, ob das alles ist, ob ich den einfach nur abballern muss. Machen wir eine andere Technik. Oh, nee, okay. Er kratzt trotzdem an uns irgendwie. Leg dich doch nicht so auf. Mann, das ist irgendwie... Ich könnte in der Theorie tatsächlich einfach immer nur eine Runde ziehen. Aber dann verwirrt mich das irgendwann. La 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 la. Es ist halt so verdammt wenig Platz hier einfach auf dieser blöden Platte. Das Ding ist einfach nur unheimlich und hässlich.
Moment, Moment, Moment. Irgendwas passiert ja. Ich bin mir noch nicht sicher, was, aber es passiert irgendwas. Kann ich es runterschubsen? Ich hoffe, das war nicht der Endboss. Wenn ja, dann... Dann war das schon... War das schon ziemlich lahm. Ich sammle trotzdem mal die Uzi ein. Also die Munition. Ich weiß nämlich nicht, ob es das jetzt gewesen sein soll. Weil dann ist der Boss wirklich... Ich meine, vielleicht für damalige Verhältnisse schon... Also er ist schon creepy und einfach nur ekelhaft. Aber schwer? Nee. Okay, es ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Ach, wir brauchen ja noch Xion, ne? Sammelt sie den nicht tatsächlich irgendwie ein? Da komme ich nicht hoch. Okay. Also wie gesagt, ich möchte... Ach so. Nee, doch nicht. Hä? Ich hab gedacht, ich muss den... Das ist nämlich ein Block. Ach so, ich kann den ja drücken eventuell. Einmal lieb drücken den Block. Nee. Das funzt auf jeden Fall nicht. Da komme ich ja so nicht hoch. Das ist zu hoch. Und ich kann den Block weder zur Seite noch nach hinten schieben, weil der einfach zu weit... Ach so, hier ist auch noch ein Block. Ah, ich zieh den mal wieder raus. Oder? Ich weiß, ich zieh den jetzt erstmal wieder raus. So, und den kann ich wahrscheinlich dann drücken. Ich habe gedacht, das sei eine Tür, aber das ist auch ein Block zum Drücken. Okay, jetzt kann ich nicht weitermachen. Hä? Also das Spiel ist einfach so verwirrend auf so viele Ebenen, ne? Also zumindest das Level. Das Level finde ich jetzt schon verhältnismäßig schwer. Also das ist im Gegensatz zu den anderen schon sehr herausfordernd. Aber, dahinter ist tatsächlich auch eine Lücke. Aber, der Boss war irgendwie... Ja. Also ich weiß nicht, ob das der endgültige Bosskampf ist. Wenn ja, dann war das jetzt nicht so... Nicht so doll. Nö. Hä, aber wie soll das denn gehen? Schieben kann ich den nicht mehr. Doch. Oh, dann hat sie gerade einfach nur nicht geschoben. Danke, Lara. So. Jetzt komme ich wahrscheinlich. Hallo? Jetzt. Genau. Genau so habe ich es mir vorgestellt. So finde ich es gut. Reicht das schon oder muss ich den noch einen nach hinten ziehen? Nö, das reicht locker. Oh, zwei Pikas. Da muss ich aufpassen, in der Mitte ist nämlich so... Oh! Ah! Okay, das war vielleicht nicht so klug. Ich muss tatsächlich in einem durchrutschen. Nein! Oh! In der Theorie müsste ich trotzdem dann irgendwie wieder dran vorbeikommen. Weil wie gesagt, es ist ja wirklich so... Ja... Ich muss natürlich durchrennen, wenn das Ding sich öffnet. Weil es schließt sich nämlich zwischenzeitlich schon wieder. Auch nicht. Oder, Moment, ich habe noch eine Idee. Das hat schon besser geklappt. Meine Güte, wo soll ich denn überall hin?
ist wieder ein Block. Ah, meine Güte. Ich glaube, ich kriege jetzt gerade Hunger. Ich kann den jetzt nicht weiterschieben. Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig oder falsch ist. Das muss ich dann gleich nochmal abwarten. Ach, ich muss den wahrscheinlich unter den Hebel ziehen. Ist das der hier? Nee, oder? Oh, dann muss ich wahrscheinlich jetzt nochmal rumlaufen. Ich glaube, mein Magen hat gerade geknurrt. Ich muss definitiv gleich noch was essen. Das liegt an dieser Umgebung, die macht so hungrig. Ist alles so fleischig hier. Ich frage mich, wann wir fertig sind mit dem Level. Das ist doch schon groß. Obwohl, wir hatten ja zwischenzeitlich, das ist ja jetzt ein anderes Level schon. Weil mit dem riesen Schleimbolzen, das ist ja ein neues Level schon mittlerweile. So. Das passt. Muss man zwischendurch wieder speichern. Ey, was ist das? Igitt? Ich darf hier auf jeden Fall wieder springen. Keine Ahnung, was diese kleinen Matschlöcher darstellen sollen. Ist mich noch ein Rätsel. Vielleicht kommen da hier eklige Viecher dauerhaft raus. Oh. Geht das überhaupt? Weil ich wurde gerade von der Lava getroffen. Nicht von der Lara, von der Lava. Oh, nein! Upsi. Ha. Ah, jetzt, ja. Ich renne einfach unbedacht weiter. Oh. Da kommt etwas auf uns zu. Lauf. Ha. Oh nein. Noch eine. Ich speichere diesmal nicht. Ich bin mutig. Uah. Im dritten Teil kommt ja Gott sei Dank die Sprintfunktion dazu. Das ist dann schon etwas erleichternd an einigen Stellen. Was ist das? Was? Oh mein Gott, was passiert hier? Was passiert hier? Was ist denn das hier? Wo muss ich lang? Oh Gott. Nein! Oh Gott! Oh mein Gott, wo muss ich denn lang? Was ist hier los? Was ist denn hier los? Ich stecke nicht durch. Ich bin jetzt auf jeden Fall oben. Nein! Oh je. Was ist hier los? Okay, ich muss das wahrscheinlich machen.
Okay, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Ich bin gerade ein bisschen... Achso, da. Meine Güte, ist das aber gerade ruckelig. Ich hange mich jetzt einfach mal unbedacht zur Seite in der Hoffnung... Oh. Ich habe nicht mehr viel Energie. Ich hoffe, das reicht noch. Ein Pika ist noch. Nein. Oh je. Ich kann nämlich hier kein Medipack nehmen, ansonsten stürzt uns das Spiel nämlich ab. Oh. Ich muss offensichtlich einen Sprung nach hinten machen. Das habe ich ja natürlich jetzt versäumt. Aber erstmal nehmen wir ein Medipack. Dann wird das gleich wenigstens nicht ganz so knapp. Oh Gott. Meine Güte, das rumpelt und pumpelt aber auch. Schlipp. So, und jetzt nicht vergessen, nach hinten abrollen. Fantastisch, das hast du ganz toll gemacht, Lara. Oh mein Gott, das ist nicht euer Ernst. Diese Seite. Oh. Ja, genau. Noch eine Rolle. Oh Gott, noch eine Rolle dazu. Ist klar. Wo kommt der denn her? Von da oben. Kann ich auf diese Seite rüber? Vielleicht sollte ich den erstmal aktivieren. Es reicht nicht, ich muss noch mal ein Stück weiter runter. Ah, jetzt. Jetzt. So. Ich dachte, wir müssen das ja auf Zeit machen, aber wir können das tatsächlich mehr oder weniger in Ruhe machen. Zwischendurch noch mal ein Midi-Pack gebrauchen. Meine Güte. Oh mein Gott. Tut mir leid, aber hier muss ich öfter speichern. Hier geht's hier ab wie die Luzi hier. Achso, ich muss, glaube ich, auf diese Seite. Es sah nur so aus, als würde der Pika sein. Disch. Ich trottel. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich muss mir jetzt ein Beruhigungslied singen. Das Auto von Lucio, das hat einen Reifen. Jetzt muss ich mal kurz husten. Einen Moment mal eben.